Also hier haben wir Donuts, liebe Leute. Donuts. Boah, das ist jetzt eine richtig awesome, große, geile Stadt, Alter. Da cruisen wir jetzt echt mal ein bisschen durch, so. So, hier haben wir... Okay, hier kann man Autos kaufen. Hier ist eine geile Sprungschanze. Upsala. Das ist... Und noch einmal ein herzliches Willkommen zurück zu PlayStation Home. Du hast ein Geschenk erhalten. Ja. Na dann können wir ja mal... Hey, nein! Können wir da mal gucken gehen. Ich habe aber die Geschenke, die ich erhalten habe, nicht wirklich erhalten bisher. Was ich voll assig finde. Was haben wir denn erhalten, hm? Puff. Keep calm and give... Was? Das habe ich doch schon alles gekriegt. Was ist los bei dir? Ja, was? Was? Moment. Da ich die Sachen irgendwie nicht gekriegt habe, muss ich versuchen, die nochmal zu bekommen. Ich möchte unter anderem... was weiß ich, diesen komischen Hai. Matrix-Nudel? Moment mal. Moment, was? Ist der hier? Der ist noch nicht hier. In der Nähe. Das ist aus meiner Freundin, das ist jetzt einfach, ne? Ja, der ist nicht hier. Alter, ich dachte schon. Fail. Ich komme nicht mehr raus. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Ha, ja, ja. Toll. Ah, jetzt. Okay. Ich habe die Sachen schon. Ich verstehe es nicht. Egal, wir wollten hier eine Stadt besuchen gehen. Machen wir jetzt. Wir hatten ja in den letzten Parts eine eigene Stadt aufgebaut. Die ist jetzt auch ziemlich nice. Aber jetzt gucken wir uns eine Stadt... Städte von Freunden. Genau, schauen wir uns mal eine Stadt an von unseren Freunden hier. Nehmen wir mal... Ah ja. Nehmen wir mal... Matoma! Nehmen wir den. Nehmen wir mal Matomas Stadt. Der hat hier bestimmt was gebaut. Der hat ja selbst gesagt, er hat relativ viel gespielt und auch viel Geld ausgegeben. Ja, wollen wir mal sehen. Der hat bestimmt hier irgendwas gebaut. Hoffe ich doch. Der Matoma Gaming, der gute. Jawohl, mit dem wir auch schon Minecraft gezockt haben, Minecraft aufgenommen haben. Die Parts kommen noch. Wird ganz lustig. So. Ja, gucken wir mal bei ihm vorbei. Dauert halt wahrscheinlich jetzt wieder zig Jahre. Zig Millionen. 1083, 95 Jahren, Tage. Logischer Satzbau. Keine Ahnung. Ich habe immer noch voll Hunger. Mann, ich nehme Parts auf am Stück. Ganz viele. Keine Ahnung. Immer noch ist der 28. Ja, ich nehme gerade alles so am Stück auf. Macht ja nichts. Macht doch nichts. Ich meine, ja, weil danach habe ich halt keine Zeit mehr. Umzug und so. Und dann ist PlayStation Home weg. Also muss ich alles jetzt aufnehmen, ist klar. Mhm. Hatten wir ja schon mal. So, alles klar. Ja, das dauert jetzt halt wieder. Müssen wir halt jetzt warten. So. Mhm, mhm. Soll ich da mal in die Küche rennen und mir was zu essen machen? Pff. Nein, nein. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ein Toast geht schnell, weißt du? Ah. Nein, nein, ich bleib hier. So, siehst du? Nämlich, das hat's jetzt gebracht. So, neues Spielupdate. Aufgrund der großen Nachfrage wissen wir schon Bescheid. Wir... Das ist seine Stadt. Toll. Er hat ja gar nichts hier gemacht. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Matoma, hallo? Das ist enttäuschend, ja. Das ist enttäuschend. Gut. Macht nichts. Dann benutzen wir die Favoriten. Da gibt es ja noch eine Favoritenliste. Und dann gucken wir einfach bei den Favoriten vorbei. Tja. Schade, Matoma. Schade. Schäm dich. Das ist echt traurig. Gut. Dann. Reise zur Stadt. Scheiße. Hier. Hellfire Favoriten. Biatch. Oder beliebte Städte. Größte Städte. Hey, größte Städte, das wäre doch auch mal was.
Gut, wir benutzen aber die beliebten Städte und dann nehmen wir Pixel Dream, weil sich der Name einfach cool anhört. Sag mal, was... hallo, hallo! Entschuldigung. War jetzt ein Test wegen Mikrofon, wegen sieht komisch aus. Test. Test. Nee, passt glaub alles. Okay. Puh. Ja. PlayStation Home halt. Ich hab grad zu viel Spaß mit PlayStation Home. Es ist einfach grad nur zu geil. Und jetzt sind wir schon, weiß nicht, Part 35 rum, sowas etwa. Toll. Toll. Ich wollte es doch schon längst beenden. Was ist los? Ja, dann entdeckte ich Home Tycoon. Fuck. Naja. Kann man nichts machen. So. So, das ist jetzt also die drittbeliebteste Stadt. Von der Liste her, ne? Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was uns da erwarten wird. Oh, sorry. So. Jo. Aber es ist doch eigentlich schön, wenn es viele PlayStation Home Parts gibt, oder? So über 30. Ich meine, hey, da sieht man nochmal viel von Home, wenn man es vermisst oder so. So. Die guten alten Zeiten, die ganzen Sachen und so, ist doch eigentlich ziemlich geil, oder? Wenn man das so sieht, so. Ist doch cool. So, Junge, übertreib, was geht? What the fuck? What the fuck? Alter, geil. Oha, eine Alter. Das ist jetzt aber richtig geil. Testflug. Ja, wie geil. Ich nehme mein blaues Auto. Und dann geht's los. Okay. Also hier haben wir Donuts, liebe Leute. Donuts. Boah, das ist jetzt eine richtig awesome, große, geile Stadt, Alter. Da cruisen wir jetzt echt mal ein bisschen durch, so. So, hier haben wir... Okay, hier kann man Autos kaufen. Hier ist eine geile Sprungschanze. Upsala. Das ist immer noch so arcade-lastig. So bekloppt können wir da hochfahren. Das geht sogar ein bisschen. So beschissen. Können wir auch aussteigen? Fahrzeug verlassen. Ja, klar. Okay, cool. Okay, dann fahren wir mal ein bisschen langsamer. Hier ist ein Bauernhof mitten in der Stadt. Voll die Logik und so. Okay, was haben wir hier? Was ist das? Das ist das Stadion, nicht? Das ist ein... Haha, geil! Guck mal, was wir hier haben! Aber kleine Bahn, eine sehr kleine Rennbahn. Aber Sport! Svenska lässt grüßen! An dieser Stelle grüße ich dich auch, mein guter Svenska. Boah! Junge, die Aussicht! Oh, das ist geil! Home Tycoon muss ich jetzt gerade mal verlassen. Das ist zu geil gerade. Das ist gerade zu geil. Das ist geil. So, winken. Wo ist es? Grüßen, winken. So, da sind wir wieder. Wo ist mein Auto? Na, verdammt. So ein Blödsinn hier. So, ein Atomkraftwerk ist da hinten, das habe ich schon gesehen. Alter, können wir hier sliden? Nein. Was? Novus Prime, dein Ernst? Inwiefern Novus Prime? Lass mal sehen. Gar nicht. Es ist geil. Verdammt, hätte ich das gewusst, Mann. Da hätten wir jetzt eine ich weiß nicht, was wir hätten. Ich finde das gerade einfach nur zu geil. Nein, hätte ich das gewusst, hätte ich wirklich viel öfters PS Home gezockt, Mann. Oh, es ist traurig. Ein Atomkraftwerk, das ist sehr geil. Würde ich gerne untersuchen wollen jetzt. Testflug mit einem Hubschrauber geht auch. Das können wir auch mal ausprobieren gleich.
ob das auch so arcade-lastig ist. So, was haben wir hier noch? Riesengebäude einfach nur. Was ist das? Oh ja, Mann! So bekloppt! Ey, das ist... Oh ja, nochmal! Oh, Alter! Geil! Okay, gut. Da ist der Vergnügungspark, genau. Aha. Das ist so bescheuert hier. Wo ist dieses komische Wasserding? Da war irgendwas... Wasserpark. Was ist das hier? Sieht aus wie so ein Gebäudemodell. Da haben wir noch was Schönes. Wir wissen nicht was. So. Ah, so hier sind wir. Okay. Ja, dann müssen wir ein bisschen hier lang fahren und dann da hinten rechts. So. Was ist jetzt los? Was war das? So, da und dann da links. So, und dann ist es da. Hier ist es jetzt. Wow! Fetter Scheiß. Na, jetzt kommen wir hier nicht mehr raus, oder was? Na komm schon. Na komm! Oh, nee, das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Fahr da rüber, los. Na komm. Scheiße. So, dann halt so. Dann da lang. So. Hier nämlich. Irgendwas Wasser. Ey. Feiern. Feiern. Ich liebe es gerade so. Oh, schön. So eine Delfinshow oder sowas. Steht hier zumindest da vorne, Delfine. Ist das ein Zoo oder was soll das darstellen? Ich glaube schon, da vorne ist ein Bär. Da vorne ist ein Bärchen. Und da sind Giraffen. Gibt's ja nicht. Da ist ein Bär. Geil, ein Bärchen. Süß. Tatsächlich, Alter, das ist ja... Wow. Und da ist eine Giraffe. Also da sind mehrere Giraffen. Ist das geil, das ist ein Zoo. Wow. Wow, es flasht mich gerade derbst. Home Tycoon ist echt eine geile Sache. Mann, wieso habe ich das nie gemacht? Warum? Ich finde mich gerade selbst ein wenig sehr scheiße. So, hier gibt es Delfine, aber da können wir natürlich nicht rein. Oh, ist da hinten ein schwarzer Panther. Boah, den muss ich sehen. Den muss ich noch sehen. Dann gehen wir auch wieder raus. Dann passt das auch. Aber den muss ich noch sehen. Ich habe gerade einen Elefanten gehört. Oh, geil. Schwarzer Löwe oder sowas. Schwarzer Panther. Geil. Ich liebe es. Wow. So, dann machen wir mal einen Testflug mit einem Hubschrauber. What the fuck? Okay. Oh, das funktioniert ganz gut. Okay. Was hat der denn da gebaut? Was ist das? Alles klar. Irgendwie eine Brücke. Okay, das mit dem Fliegen ist schon mal geil. GTA-Style und so. Das erinnert jetzt ziemlich an GTA. So ein alter Teil, so Vice City oder sowas, ne? Ja, sehr schön. Like GTA. Ja, richtig nice, Alter. Das ist unfassbar geil gerade. Das tut mir leid, das ist so Hammer. Boah, schaut euch das an, schaut euch das an! Einfach Hammer. Einfach Hammer. Die Steuerung ist sogar wirklich wie in den GTA-Teilen. In den alten. In GTA 5 ist sie ein bisschen anders. Geil. Mensch, wie hardcore ich das halt gerade feiere. Es ist so, wow. So. Und da steht er jetzt. Ach, geil. Gut. Das war's. Das war's dann auch. So, wow. Der Hammer. So, das soll's jetzt echt gewesen sein, Mann. Sonst kriege ich mich überhaupt nicht mehr ein. Wir müssen gehen. Tschüss. So.
Apartments, meine Apartments, Hafenstudio. Auf geht's, zurück nach Hause. Das ist hardcore. Ja, das war Home Tycoon, Leute. Sehr geile Sache, sehr geile Sache. Ganz interessant ist es ja auch, dass es nie aus der Beta rauskam. Warum nicht? Das ist voll merkwürdig, ganz ehrlich. Wieso kam es nie aus der Beta raus? Das ist das Merkwürdigste der ganzen Sache eigentlich. Es kam nie aus der Beta raus. Aber machen wir nichts. Oh, dann ist schon gut. So, dann machen wir jetzt noch ein Foto von der Geige.